Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Ich freue mich sehr bei diesem Orakel zu deinem Highlight bis Ende 2023. So. Das ist die La Luna, die jetzt dann gleich diesen Platz verlassen muss. Weg, aber ich brauche diesen Platz zum Kartenlegen. Gut, ich schaue für dich, was glücklich läuft, was dein Glück ist, was dein Highlight ist, bis Ende 2023, lieber Skorpion. Schauen wir einfach mal, was sie da zeigen möchte. In den Karten, gell? Gut. Los geht's. Skorpion, was ist dein Highlight? Was sind deine Glücksmomente? Was ist gut für dich? Was läuft gut bis Ende 2023? Skorpion. Los geht's. Du weißt, das ist eine kollektive Legung und ersetzt keine persönliche Kartenlegung, lieber Skorpion. Beachte daher den Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, das ist das ganz normale Tierkreiszeichen. Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Skorpion, ja? Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, sei so gut und raste entsprechend um. So, da nimm nur einen Schluck Tee und wir starten gleich los. So. Ich beschreibe mal die jetzige Situation, lieber Skorpion. Dann weißt du, ob du mit dabei bist in dieser Legung. Du weißt, du kannst bei jeder kollektiven Legung mit dabei sein. Das ist ganz normal. Schau einfach, wie das, also ob du da resonierst. Deine jetzige Situation ist folgendermaßen, dass du im Moment in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Ziele, diese Realisation von dem, das ist sozusagen blockiert, ja. Das geht langsamer, als du es dir erhoffst. Es ist eine unklare Situation, ja, so fühlst du dich im Moment, lieber Skorpion. Und es geht dazu langsam, ja. Gut, dann schauen wir einfach mal, wie sich das zeigt, wo deine Highlights sind. Und zwar, es ist ganz interessant. Weißt du, das Glück,
schon zu sehen. Ja? Und zwar, das Glück, lieber Skorpion, liegt ein Stück weit in den kleinen Dingen, in kleinen Schritten. Ja, und zwar vor allem verbindungstechnisch. Ja? Das heißt, in Beziehungen oder in einer ganz bestimmten Verbindung. Kleine Schritte und das ist zu deinem Besten. Ja? Auch wenn du im Moment das Gefühl hast, oh, da tut es überhaupt nichts oder das geht zu langsam, ist es zu deinem Besten, dass es in kleinen Schritten vorangeht. Und es geht voran. Und zwar mit einem ganz bestimmten Mann. Und es ist eine Verbindung, wo ihr euch wirklich, wie soll ich sagen, wohlwollend gegenübersteht, ja? Wohlwollend. Es ist so, dass zu sehen ist, dass es klärende Gespräche gibt, geben wird, ja, die, also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, ja, dass eine Sicherheit, eine Verankerung bei dir, lieber Skorpion, entstehen kann, ja. Verzeihung. Und das vor allem in deinem Gefühlsleben, Stärke und Sicherheit entsteht. Es ist zu sehen, ein langsames Wachstum, ja, auch so hin und her. Also es ist nicht so ein gerader Weg, ja, eben eher in kleinen Schritten, langsam, aber ein Wachstum. Diese Verbindung, die schäumende Fortsetzung näher an, tiefer an. Den Link findest du in der Infobox, lieber Skorpion. Gell? Gut, weiters ist noch ersichtlich, dass du in einer Entscheidungssituation stehst oder bis Ende des Jahres das auf dich zukommt, dass eine Entscheidung fällig ist oder sich etwas entscheiden wird, ja. Und da ist eine Unsicherheit zu sehen deinerseits, ja. Vielleicht sogar Ängste, Unsicherheiten. Wisse aber, dass das, diese Entscheidung, ja, eigentlich, ich sag mal so, vom Schicksal getroffen wird. Also es ist geführt, diese Wahl, ja, diese Wahl, diese Entscheidung, diese Weggabelung, die betrifft wieder diesen Mann, von dem ich zuerst schon gesprochen habe, ja. Und es kann sein, dass es da um ganz etwas Neues geht. Das ist schon zu sehen. Und lass mich da mal reinspüren. Es ist einfach, dass du, egal wie du schaust, also ja, weißt du, ist einfach zu sehen, dass diese Unklarheiten auf die Realisierung deiner Wünsche, die erzeugen Stress. Aber es ist zu sehen, dass dieser Stress unbegründet ist. Es ist
Ja, es liegt so da, es entscheidet sich genau so, wie es kommen soll, wie es gewollt ist, ja, von deinem Seelenplan und ein Stück weit eben vom Schicksal. Aber ich habe es überhaupt nicht jetzt negativ liegen, ja. Überhaupt nicht, ja. Sondern es braucht sozusagen diese Langsamkeit. Oder es ist so gewollt, so geführt, dass diese Langsamkeit da ist, ja. Also das ist nichts Negatives, aber wenn du das vielleicht als sehr herausfordernd empfindest, lieber Skorpion, aber das gehört so vom Kosmos her gesehen, ja. Oder von deinem Seelenplan, ja, wann du da resonierst. Ich schaue mir jetzt in der Fortsetzung eben diese ganz bestimmte Verbindung näher an. Jo, ich danke dir für dein Like, für dein Abo, fürs Teilen von meinem Kanal. Da freue ich mich sehr drüber. So verbreiten sich diese spirituellen Impulse. Und ja, dann sehen wir uns ja vielleicht gleich in der Fortsetzung. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mit dabei sein. Bitte pass gut auf dich auf und viel Segen für dich, Stella.